Ich stehe heute Abend in Baunatal vor einer der schönsten Stadthallen Deutschlands. Man kann, glaube ich, sagen, Europas. Heute Abend ist Bodo Bach mit seinem Comedy-Programm auf der Überholspur zu Gast. Und ob das so ein schöner Abend werden wird, weiß ich gar nicht, weil wir versuchen zu überholen. Natürlich, Bodo Bach reinzulegen mit der versteckten Kamera ist nicht so einfach. Deshalb habe ich mir auch einiges an Unterstützung mitgebracht. Ich höre, hier drin sind meine Lockvögel, die Zuschauer von Bodo Bach. Und die werden jetzt eine große Überraschung erleben. Auf geht's. Guten Abend. Hallo. Sind da nette Leute, ne? Alle, ach, da hinten auch. Ist ja voll. Hi. Ja, ich freue mich, euch zu sehen. Es wird heute mehrere Überraschungen geben. Es ist natürlich nicht nur eine Vorstellung von Bodos Programm auf der Überholspur, sondern ihr werdet heute noch eine Vorstellung erleben, nämlich die für Verstehen Sie Spaß? Ja, ihr dürft heute Lockvogel spielen. Wusstest du vorher nicht, aber nein. Wie fühlt sich, ist okay, oder? Ja, na klar. Alles klar. Also, es gibt eine Stelle in Bodos Programm nach ungefähr 15 Minuten, da sagt der Künstler, ja, wir haben alle keine Zeit und das war's jetzt. Das Programm ist zu Ende. Dann wird er auch kurz von der Bühne gehen. Dann wird einer aufstehen von euch allen. Und wenn einer aufsteht, tut ihr mir bitte einen Gefallen, dann stehen alle auf und gehen zügig raus. Ja? Das wissen nicht alle Bescheid. Es gibt auch noch normale Zuschauer. Okay? Also viel Spaß, gebt alles, bis später. Ne? Tschüss. Hallo, schönen guten Abend, Baunatal. Danke, danke, danke. Ich habe ein nagelneues Programm dabei, Bodo Bach auf der Überholspur. Ich hatte etwas anderes eigentlich vor. Das war ein sehr interessantes, sehr anspruchsvolles Programm. Und dann habe ich gedacht, nee, komm, machst du lieber was, wo ihr auch versteht. Hey, genau, das ist, jetzt kann er gehen. Jetzt hau ab, Bodo, jetzt ist gut. Nein, es ist Comedy, nur Spaß. Ihr seid doch nicht blöd, das würde ich doch nie behaupten. Ich habe nur die letzte PISA-Studie gelesen und da habe ich gemerkt, eure Kinder sind doof, das ist der Punkt. Ne? Nein, ihr seid super, ihr seid super. Ihr seid, ja. Ich freue mich wirklich, sag's noch einmal, dass ihr gekommen seid, dass ihr die Zeit auch habt. Noch einmal, heute ist Fußball und so und die Leute haben ja keine Zeit mehr. Ich habe aber eine gute Nachricht, weil ich weiß, dass ihr keine Zeit habt. Das heißt, in einer Viertelstunde sind wir, also eigentlich jetzt sind wir fertig. Ja, ihr könnt mir twittern, ob es euch gefallen hat. Die Zugabe stelle ich auf YouTube und die Bilder gibt es immer auf Facebook. Baunatal, es hat Spaß gemacht, ihr wart ein super Publikum. Kommt gut nach Hause, Dankeschön, danke, tschüss. Ja, jetzt alle aufstehen. Guck mal, jetzt. Halt. Ja. Hallo. Jetzt kommt ein Schwinzen. Guck mal hier. Ja, das habe ich jetzt auch noch nie gehabt. Das war ein Spaß. Gehen die jetzt wirklich? Ehrlich? Hallo, es geht weiter. Es war nur ein Spaß. Das ist jetzt... Martin, Hilfe! Damit hatte ich jetzt nicht... Was machen die jetzt, die Leute? Also ich hätte noch ein bisschen Programm, wenn jemand noch Lust hätte... Bleibt ihr noch sitzen? Also ich hatte ja schon viel erlebt. Aber da bist du doch selber schuld. Was machst du denn so einen Scheiß? Bitte? Was machst du so einen Scheiß? Bist du jetzt ernsthaft? Ja, ich meine das ernsthaft. Ach, hör doch auf. Ja, du machst so einen Scheiß und die hauen alle ab, die Leute. Ich hab das Programm spiele ich schon seit 30 Jahren. Das ist das erste Mal, dass die Leute gehen. Da brauchst du dich nicht zu wundern, dass die alle abhauen. Seit wann bist du im Showgeschäft unterwegs? Seit wann machst du das? Wir machen Folgendes. Ich mache jetzt weiter. Und wenn ihr dann rauskommt, könnt ihr den anderen ja erzählen, dass es sich nicht gelohnt hat, noch hier zu bleiben. Weil in der ersten Reise ist einer, der gar keinen Spaß versteht. Machen wir es so. Gut. Bin jetzt echt überrascht. Hatte man noch nicht. Man erlebt ja immer ein erstes Mal. Und das ist jetzt für mich auch ein erstes Mal. Darum ging es auch heute Abend, weil ich erzählen wollte, dass wir ja immer älter werden. Ne? Ich habe irgendwie keinen Spaß mehr an dem Programm. Das ist jetzt irgendwie komisch hier. Er guckt immer noch ganz viel. Lach doch mal. Ich bin entsetzt. Warum dann? Ja, ich bin entsetzt darüber. Macht ihr das Saallicht wieder aus? Die sind alle, oder sind meine Techniker auch weg wahrscheinlich, sind alle fort. Jetzt kommen sie alle wieder rein, aha. Dann mach das Licht wieder mal an, Martin. Wenn die jetzt kommen, ist das der Moment, wo du gehst? Oder wie ist das jetzt abgesprochen? Habt ihr euch abgesprochen jetzt? Meine Partnerin ist ja schon abgehauen. Die ist schon weg. Die muss ich gleich suchen. Guck mal, da ist sie wieder. Her. Hast du sie wieder gefunden? Ihr seid ein interessantes, tolles Publikum, aber irgendwie habt ihr es auch nicht alle, kann das sein? Ihr müsst mir gleich mal erklären, was hier in Baunatal los ist. Ich bin nass geschwitzt. Ich bin gespannt, wie die Presse darauf reagiert. Bodo Bach, nach langer Zeit in Baunatal, nach 10 Minuten spielt er den Saal leer. Also gut,
Ich weiß jetzt nicht, was da gerade passiert ist, aber ich freue mich erst einmal, dass wieder alle da sind. Ihr habt dann jetzt den stärksten Teil verpasst. Dankeschön. Nein! Ja, bis eben, mein Freund. Das hat sich jetzt erledigt. Es war wirklich, du hast mir viel Freude bereitet. Danke dir. Ihr seid schon scheiße hier in Baunatal, das muss man mal sagen. Das Schöne ist, dass du nicht weißt, wer scheiße ist. Ja doch, die sind ja alle aufgestanden. Aber ich habe eine Frage. Es gab hier vorne und gibt einen netten Herrn hier vorne. Und der hat sich wahnsinnig aufgeregt. Selber schuld, wenn man sagt, gehen Sie doch, dann gehen die Leute. Gehören Sie dazu? Ja, klar. Ach, Sie sind einer, der mich bewusst auf die... Genau. Das sind nette Leute. Ich war kurz davor, ihm einzubatschen. Ich war also wirklich... Nein, 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 alles gut.